Bolognese ein. Naja, anfangen müsste man eigentlich damit, für sich selber zu definieren, was ist eine Heimat eigentlich? Für dich selber. Also, wenn ich jetzt von mir ausgehen muss, mache ich ja immer, dann fällt mir eigentlich Heimat am meisten auf, wenn ich selber eine Fremde bin und durch Fremde verunsichert werde. Also eine Fremde sind andere, gibt es andere Mentalitäten, andere Gesetze, andere Umstände, und in der Heimat fühlst du dich eigentlich sicher. Da kennst du alles. Du kennst die ganzen Mechanismen, wie das Leben funktioniert, und dazu kennst du natürlich auch Freunde und Bekannte, fühlst dich, hast ein gewisses Sicherheitsgefühl. Also jetzt ohne das, die ganze, sagen wir mal, diese Wohlfühlen in der Umgebung, die du kennst, mal rauszunehmen, hängt es eigentlich schon zusammen mit dem eigenen Sicherheitsbedürfnis, ja. Hat das was mit Mentalitäten von Menschen zu tun? Auf jeden Fall. Dort, wo du deine Heimat hast, hast du eigentlich auch deine Mitmenschen berechenbar. Du weißt, wie sie auf dich reagieren. Bin ich mir sicher, ja? Wenn du woanders hinkommst, kommt dieser Unsicherheitsfaktor auch noch dazu. Aber da sind wir auch schon wieder bei einem ganz neuen Thema. Da muss ich jetzt sofort an die Flüchtlinge denken, wie viele Menschen hier verunsichern. Ist das genau dieser Mechanismus, dass die Leute Angst haben, ein Stück Heimat zu verlieren, weil sie unsicher werden? Das ist, glaube ich, ein Grundproblem dabei. Es kommt jemand her, von dem ich nur verwaschene Dinge weiß, zumal in unseren Medien immer die negativen Sachen besonders hochgespielt werden, und ich habe Angst davor. Also ganz deutlich bei den jungen Leuten, die alten Leute haben Angst vor Kriminalität, die eventuell mit ihnen kommt. Und die jungen Leute haben Angst davon, dass die fremden Männer ihre Frauen wegnehmen und die Frauen die Männer. Also solche komischen Dinge sind da, spielen eine Rolle. Und alle haben Angst vor dem Unbekannten, was auf jeden Fall in ihre Sicherheit, die Sicherheit eben der Heimat, von außen eindringt. Ja? Also ich bin ganz fest überzeugt, dass dieses Abstand nehmen, dass das ein natürliches Bedürfnis ist, was da ist. Deswegen muss man auch darauf eingehen, man kann es nie ignorieren. Man muss darüber reden. Das wird immer so sein. Das ist überall auf der Welt so. Und zu allen Zeiten, die es gab. Weil das was Natürliches ist. So. Aber die Frage ist, was überwiegt. Ne? Überwiegt, also ich kann mich als Mensch sowieso nur weiterentwickeln, wenn ich die Komfortzone hinter mir lasse, wenn ich raustrete aus der Komfortzone. Nur dann kann ich mich weiterentwickeln. Und das hat damit auch was zu tun. Ja, ich entwickle mich auch als Dorfgemeinschaft zum Beispiel weiter, wenn ich jetzt auf einmal Mitglieder reinkomme, die eigentlich aus einer anderen Mentalität kommen. Jetzt muss ich mich mit denen reiben, entwickle ich mich selber daran weiter. So, also das ist auch eine große Chance. Wenn man darüber nachdenkt, dass ich gerade durch Zuwanderung Kultur verändert, dann heißt das ja, im Extremfall erleben wir sowas wie die USA, ein reines Zuwanderungsland, wo also die unterschiedlichsten Völker, Religionen, Kulturen nebeneinander existieren. Ist das so ein Weg, den wir hier in Deutschland auch gehen? Na, ich glaube, es gibt die beiden Geschichten immer nebeneinander. Das eine ist, dass sie nebeneinander herlaufen. Also wir haben das große Problem, oder ich sehe ein Problem darin, dass wir zum Teil eben die andere Nationalität nicht integrieren können. Du merkst oft bei türkischen Gemeinschaften, die nicht mal mehr Deutsch sprechen und nur noch unter sich agieren, wie so eine türkische Insel im deutschen System oder so. Das gibt's auch heute noch in Amerika. Das gibt da deutsche Dörfer und was weiß ich. Auf der anderen Seite gibt es aber auch echte Integration, wo sich praktisch ein Teil einer neuen Kultur entwickelt. Also das heißt dann niemals, dass eine Kultur alles loslässt, sondern
es wird immer so eine Geben und Nehmen sein, dass man praktisch aus der neuen Kultur Impulse aufnimmt und aber selber, der von außen reinkommt, auch sich Kultureigenschaften der Gastgeber annimmt. Ne? Also das wird ja immer ein Geben und Nehmen sein. Problematisch sind eben diese riesen Flüchtlingsheime und so weiter, wo sie sich einfach gar keine Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Ich habe in meiner eigenen Truppe, wir sind glaube ich jetzt über 50% mit polnischen Mitarbeitern und natürlich auch anderen Nationalitäten in der Firma. Und wir haben das Problem, dass sich alle die Mitarbeiter, die sich immer nur die Nähe der anderen, der gleichen Nationalität suchen beim Arbeiten, dass die sich kaum weiterentwickeln. So, am besten ist es dann immer, wenn wir sozusagen provozieren, dass gemischte Arbeitstrupps auftreten. Ne? Also Deutsche mit Polen zusammenarbeiten müssen, und dann lernen sie viel schneller die Sprache und auch das gegenseitig verstehen, dann steht da automatisch der Respekt voreinander. Das muss man halt provozieren, weil eben jeder gerne in seine Komfortzone zurückfallen möchte und eben keine Reibungspunkte sucht von sich aus. Menschen neigen ja eh sehr gern dazu, alles zu lassen, wie es ist, und haben grundsätzlich eine große Veränderungsscheu. Das ist übrigens auch noch eine Frage des Alters. Je jünger man ist, desto mehr ist man einfach selber noch auf der Suche zu sich selber. Man ist bereiter, Experimente einzugehen, ne, und zu probieren. Und die ganz normale, der normale Ablauf ist, dass je älter man wird, desto mehr greift man auf diese Erfahrung zurück und möchte da sich eben auch wieder alles bequem machen, Regularien einführen, gleiche Abläufe und so weiter und bloß keine Berührungsängste. Damit entstehen auch mit der Zeit immer mehr Vorurteile. Also dass man im Kopf schon weiß, wie der sich verhalten wird. Das Blöde ist, diese Vorurteile sind meistens bloß auch einen ganz kleinen Teil von eigener Erfahrung geprägt, sondern meistens vom Hören sagen von anderen. Und da haben wir wieder das Phänomen, dass man über Konflikte immer viel mehr redet als über Dinge, die funktionieren. So, also wenn ich jetzt im Laufe meines Lebens mit 100 Konflikten mit einer anderen Nationalität konfrontiert wurde, habe ich dann ein Vorurteil aufgebaut mit der Zeit. Und der Unterschied zwischen dem Vorurteil und dem Urteil ist immer der, ein Urteil kann man leicht ändern und ein Vorurteil nicht. Lass uns nochmal bei diesem Heimatbegriff bleiben. Viele Menschen definieren ja Heimat auch über ihre Region, über Traditionen, über Bräuche. Ist das eine Sache, die noch Bestand haben wird in unserer Zeit, wo Menschen ja auch sehr mobil sein müssen, umziehen müssen, zur Ausbildung wegziehen, der Arbeit hinterherziehen müssen? Ist das ein Auflösungsprozess oder hältst du das für eine Konstante? Ich glaube, Heimat wird für jeden, also fast jeden Menschen eine Rolle spielen, egal wo er wohnt auf der Welt. Für mich, ich vergleiche das ein bisschen mit der Familie. Also das Elternhaus, was dir auch Sicherheit bietet. Ne? So, und so ähnlich ist so eine Heimat, die ist bloß größer gefasst. Ne? Das ist nicht bloß Elternhaus, das ist deine Schule, wo du ständig hingehst, wo du die Lehrer kennst, wo du dich sicher fühlst. Das ist eigentlich Heimat. Natürlich gibt es Menschen, die permanent umziehen und denen das dann, die dann immer, wie soll ich sagen, oder Waisen, die permanent andere Elternhäuser haben oder so, wo das Wetter auflöst. Aber im Normalfall glaube ich, dass jeder seine Heimat hat, genau wie jeder seine Eltern hat. Ihr führt hier ja auch neue Traditionen ein, wenn ich an die Feuerlohnder Wünsche denke, wenn ich an das Festival der Turiselischen Wettspiele denke. Ist das nicht auch irgendwas, was so ein Stück Identität und Heimat stiftet? Ja, auf jeden Fall ja, wobei das ja permanenter Prozess überall ist. Jede Veränderung, die eine Region beeinflusst, beeinflusst natürlich auch mittelfristig das ganze Heimatgefühl. Eine Heimat bauen, geht das überhaupt? Also prinzipiell wird das jeder tun, natürlich ein Stück. Die Frage ist, wie intensiv. Ne? Bei uns
Also ich selber komme ja auch aus einer ganz anderen Ecke und ich muss sagen, das ist für mich immer noch ein Stück Heimat. Da hängt es zum Beispiel damit zusammen, ich komme aus Zittauergebirge, das ist Bergland. Und hier ist es nicht ganz flach, zum Glück haben wir hier so ein Neißetal. Aber diese Landschaft, die gehört bei mir auch zur Heimat, diese Berge. Das werden glaube ich alle erzählen, die aus den Bergen kommen ins Flachland müssen, denen fehlen die Berge, es fehlt dieser Raum, den der Berg bildet. Ne? Aber das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist natürlich, dass wir hier über die Zeit, die ich hier wohne, mit dem, was wir geschaffen haben, eigentlich sehr, sehr, sehr viel Heimat gebaut haben. Nicht nur für uns selber, weil wir unser eigenes ganze Umfeld geprägt haben, aber auch für alle, die hier dabei sind, die eine Zeit lang hier dabei waren. Auch wir merken es immer zum Festival, da kommen ganz viele Leute, die mal hier gearbeitet haben, mal in der Truppe drin, für die ist das noch ein Stück Heimat, wo die gerne zurückkommen wollen. Also sprich, das gehört diese räumliche Konstrukt, was wir geschaffen haben, auch dieses Miteinander umgehen unter uns, das ist alles Teil eines Heimatgefühls. Und wir geben uns hier auch, glaube ich, besonders viel Mühe, damit es entsteht, weil zwei Nationen aufeinander prallen, das spielt auch eine Rolle. Insofern ist das doppelt wichtig, für beide eine Art Heimat zu bilden. Wir merken das schon, dass es den polnischen Mitarbeitern, Kollegen schwerer fällt als den Deutschen, weil für sie ist eben doppelt anders. Die Welt hier ist ganz anders, als wie sie jeder mit seinem privaten Umfeld hat. Weil am Abend fahren sie einfach nach Hause in andere private Heimaten. Aber für die polnischen Mitarbeiter, sie ziehen erstmal in ein anderes Land und dann ist hier auch noch alles ganz anders. Es ist halt doppelt schwierig, zur Heimat zu machen. Ne? Die kommen nach Deutschland und dann geht es ja nicht mal richtig deutsch zu. Könnte man das so sagen? Das könnte man so sagen. Ja, muss man vielleicht nochmal erklären auch. Du sprichst hier von der geheimen Welt von Turisede, eine Urlaubs-Freizeit-Ferienresort, das einen deutschen und aber auch einen polnischen Teil hat, also beiderseits der Neiße, die Polen und Deutschland verbindet. Und daher auch der Hintergrund, dass hier also sehr viele polnische und deutsche Leute gemeinsam arbeiten. Und sie nicht nur gemeinsam arbeiten, sondern sie sind auch als Gäste gemeinsam da. Also wir sind ja genauso offen für polnische Gäste wie für deutsche Gäste. Sie treffen auch als Gäste hier aufeinander und lernen sich da auch kennen, vor allem Kinder, das ist ganz witzig. Ne? Kinder haben ja viel weniger Berührungsängste und die müssen sich auch sprachlich nicht unbedingt verstehen, weil sie keine Berührungsängste haben und mit Gesten schneller arbeiten. Also schon auch eine Sache, die Berührungsängste abbaut. Also damit auch die erwähnten Vorurteile wegnimmt. Da höre ich jetzt so ein bisschen raus, so wie sich die Leute hier in der Region definieren, so als Niederschlesier, als Oberlausitzer, als Ostsachsen, das würde für dich jetzt gar nicht so zutreffen. Schwierige Frage. Also ich fühle mich schon als Lausitzer. Ich komme ja aus der Oberlausitz, jetzt bin ich in der Zentrallausitz. Aber Lausitz ist, glaube ich, ein Stück Mentalität, mit der man noch stolz ist, sich von normalen Sachsen abzutrennen. Ne? Also genauso wie ein Leipziger kein Dresdner ist, so ist Oberlausitz oder Lausitz an sich noch ein Stück was anderes. Aber da fällt mir gerade ein, wenn wir Lausitz reden, kommt ja die Niederlausitz dazu. Ne? Und da, das ist ja eher preußisch angehaucht. Und in der Beziehung kommt noch was dazu. Wir wohnen hier praktisch an der ehemaligen Bezirksgrenze. So ein Stück hinter uns, also hier ist erstmal Kreisgrenze, und ein Stück hinter uns nach Norden war der Bezirk Dresden zu Ende, der Bezirk Cottbus fing an. Und das hat einfach auch, das sind auch Heimatgrenzen nach wie vor. Das bleibt im Gefühl der Menschen. Das ist also ganz verrückt, sowas, egal wie die politische Struktur sich ändert, im Gefühl der Menschen bleiben diese Heimatgefühle doch lange, lange verwurzelt und werden auch weitergegeben an die Kinder noch. Ne? Und die Menschen reden ein bisschen anders. Ne? Das merkt man auch deutlich. Vielleicht ist es bei uns besonders krass, weil hier natürlich ein großes Waldgebiet dazwischen ist. Also es geht jetzt nie einfach mal durch ein Dorf, einen Schnitt, sondern das hört auf. Da
dann kommt Wald, Armeegebiet und dann fängt es wieder an sozusagen. Dadurch ist das vielleicht noch deutlicher. Aber dasselbe Problem haben wir natürlich in Richtung Polen, ne? Durch die Neiße, die auch unüberwindbar ist, an meisten Stellen, bei uns ist zum Beispiel so, dass wir die nächste Autostraße nach Süden in 25 Kilometern, nach Norden in 30 Kilometern haben. Wie sollen da etwa eine gemeinschaftliche Heimat entstehen? Ne? Das ist völlig unmöglich. Ne? Also die, ja, das ist schon ein eigenes Problem. Vielleicht ist noch ein Gedanke ganz interessant. In unserer Ecke ist ja ein bisschen auch, man sagt immer sehr rechts, ein bisschen sehr nationalistisch vielleicht und so weiter. Das hat noch so, glaube ich, noch einen anderen Grund, dass sehr, sehr viele junge Menschen hier weggewandert sind, weil sie keine Arbeit gibt und die Ecke sozusagen ein Stück überaltert ist. Sehr viele Ältere da sind. Und zum Teil eben noch diese Generation, die ehemals auf jetzt polnischem Gelände gewohnt haben und sich als Vertriebene fühlen nach wie vor. Ne? Auf polnischen Seite gibt es das Gleiche. Die Gäste, die Menschen, die da drüben wohnen, die sind ja auch irgendwo vertrieben worden und sind da angesiedelt. So, und die haben noch ein bisschen so ein komisches, flaues Gefühl im Bauch, dass ihre Heimat weg ist, die Mutter gestorben ist, wenn ich das wieder als Gleichnis zur Familie sehe. Ne? So. Im Übrigen ist die Mutter ja nicht gestorben, sie ist ja noch da räumlich und das ist das Schlimmste. Also wenn ich jetzt, wenn meine Mutter mich sozusagen verstoßen hat, so ähnlich muss man das vielleicht verstehen, das Gefühl. Also ich habe irgendwo mal gelesen und auch persönlich empfunden, das ist als Mensch einfacher zu verkraften, wenn ein geliebter Mensch stirbt, wenn er ganz weg ist, ne? Das ist einfach zu Ende, als wenn er dich verlässt. Also das ist was ganz Schlimmes. So, oder man selber weggehen muss, das ist ja das Gleiche. Ne? Und ich habe schon auch, wie soll ich sagen, ein Verständnis für diese Gefühle, die Menschen da haben. Das ist normal. Das ist normal. Die Frage ist, was lasse ich zu? Ne? Also wie gehe ich in der Öffentlichkeit um? Ich habe ja nicht bloß ein Herz, ich habe auch einen Kopf. Ne? Wie kommen meine Äußerungen an woanders? Ne? Und da müssen wir uns eigentlich, das müssen wir uns viel mehr bewusst werden. Wenn man wieder an junge Leute denkt, die von zu Hause weggehen müssen, zur Ausbildung, zum Studium, wegen Arbeit, was glaubst du, was könnte man denen auf den Weg geben, damit sie woanders gut zurechtkommen, schneller zurechtkommen? Könnte man sagen, denen fällt es als jungen Leuten eh von Natur aus leichter? Also das ist erstmal ganz klar, jungen Menschen fallen Veränderungen leichter, je eher, also in der Zeit der Pubertät stellt sich der ganze Mensch komplett um. Ne? Und da hat die Natur sogar einen natürlichen Abnabelungsprozess vorgesehen. Also da wird die Neugierde auf die Fremde größer als der Heimatzusammenhang nach hinten, ne? Zurück in der Zeit. Was ich auf jeden Fall auf den Weg geben würde in der Generation, ist sehr mutig zu sein und durchaus so viel wie möglich fremde Welten kennenzulernen, Arbeitsumfelder und so weiter. Um einfach aber immer wieder den Vergleich herzustellen zur eigenen Heimat. Und dann merkt man auf einmal, dass überall auf der Welt mit Wasser gekocht wird und zu Hause doch viele Sachen anders sind noch als und schöner, besser sind für ihn vom Gefühl her als irgendwo eine Fremde. Wollen wir das jetzt als Schlusswort stehen lassen? Ja, ist klar. Was war's?